Peace Leute, was geht ab zum neuen Video? Wir sind jetzt hier wieder dabei bei unserer Karriere, wo wir unseren Verein selbst erstellt haben. Das erste Spiel ist jetzt gegen St. Pauli. Und so machen wir erstmal nochmal die Aufstellung. Passt Lukas eher nicht, weil der kann halt auf dieser Position halt nicht spielen. Deswegen machen wir dann den anderen da rein, den Schneider. Und dann gehen wir jetzt auch mal ab zum Spiel. So, wir haben Anstoß gegen St. Pauli. Ein Spiel, here we go. Schnelle Führung haben und da ist Platz und da ist der schwache Schuss. Keiner Verteidiger greift ihn an und dann hat ihn doch noch gestoppt, die Nummer 13. Stabil. Genauso will ich das sehen. Ecke jetzt für St. Pauli und den hat er ganz schön schlecht geköpft. Über außen sehr viel Platz für St. Pauli und da machen sie natürlich das 1:0. Schneider bringt das Ding rein auf. Oh, 1:1, das muss jetzt fallen. Uiuiui, hoffen wir, dass es besser läuft im Angriff. Da ist er doch gleich mal der Hofmann. Passt in die Mitte, aber das war nicht. Wir müssen jetzt im Gegentor nochmal kassieren. Spiel ihn kurz. Aber dann haben wir. Nein, es gibt ja auf elf, auf Handelfmeter. Och, uiuiui. Das können wir so gar nicht gebrauchen. In der 72. Minute Handelfmeter. Ja gut, die Hand hat davon nichts zu suchen. Ach komm. So, jetzt mal. Wenigstens ein Tor. Wein. Komm, du hast so viel Platz. Komm. Streng dich an und jetzt schießt und da ist zum Glück ein Tor. 2:1. Kika. Oh ja, Lukas über außen und Lukas. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Sind Sie über diesen Auftaktergebnis enttäuscht, dass hat nicht gereicht, die Saison ist noch lang, ich will mehr Konzentration. Ja komm, die Saison ist noch lang, sind ja noch viele Spiele zu spielen. Also, ist Lukas eine Eintagsfliege? Sag mal, was soll das jetzt? Der Druck war zu hoch, das nötige Selbstbewusstsein fehlt ihm noch, heute durfte er lernen, nee. Das Selbstbewusstsein hat halt noch mal ein bisschen gefehlt. Müssen wir noch ein bisschen üben. Hätten sie nach dem letzten Tor noch auf den Ausgleich gehofft? Natürlich. Gehofft? Natürlich. Ich hoffe immer auf einen Ausgleich, wenn wir hinten liegen. Ich hoffe sogar immer auf einen Sieg, aber ja. Ich hatte halt wirklich noch gedacht, dass wir hier noch das 2:2 machen. Wir hätten mehr verdient gehabt. Der Gegner war besser, wir müssen mehr zeigen. Ja, der Gegner war einfach besser. Sage ich jetzt einfach. Stimmt halt auch. Danke für diese kurzen Aussagen. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Ja gut, jetzt das erste Spiel verloren in der zweiten Bundesliga. Dafür muss jetzt aber gegen im zweiten Spiel gegen Osnabrück 3 Punkte her, weil das ist halt Osnabrück, die sind auch erst gerade aufgestiegen. So, jetzt versuchen wir mal Spieler auszuleihen, wenn es geht, wenn ich darf. Laie vorschlagen. Der Verein hat kein Interesse. Schade. Und der Netz. Der Verein hat kein Interesse. Ja, schade. Schade ist, der Verein kein Interesse hat. Und beim Cloak, bitte.
hat der Verein auch keine Interesse. Oder wir müssen einfach mit dem spielen, wo wir es einfach haben. Ach, Osnabrück hat jetzt auch schon seine drei Konter. Schade. Schade, schade. Ja. Mit der Mannschaft gehen wir jetzt zum Spiel. Die schönen Trikots müssen wir doch jetzt mal das Spiel gewinnen gegen Osnabrück. Und da ist der Stevenson durch auf außen. Innen drin ist natürlich keiner dann gehen, weil der ist einfach mal nach rein. Jetzt Wein mit dem zweiten Tor für die Mannschaft in der zweiten Bundesliga und mit dem 1:0. Mensch, ich glaube, der Typ wird hier zum Stammspieler so gut wie aktuell gespielt. So, jetzt mal Sammerweil. Und er flankt in die Mitte auf Stevenson. Und Stevenson gegen den Pfosten. Den Ball haben wir immer noch. Sammerweil. Flankt wieder in die Mitte rein. Und das war nichts. Jetzt mal Osnabrück mit viel Platz und der erste Schuss gegen unseren Spieler und der zweite Schuss geht dann ins Tor zum 1:1. Sieht er nicht stehen, den meine ich nicht, aber Gilmas mit dem 2:1. Durch den Torhüter, weil er den Ball nicht richtig fangen konnte oder nicht gehabt oder nicht richtig gefangen hat. So, Schneider, mach es alleine, Schneider. Durch die ganze Abwehr und Schneider mit dem 3:1 gegen Osnabrück in der 45. Minute. Sammerweil wieder über außen. Flankt in die Mitte auf Wein und Wein macht den Ding mit rein. Sammerweil ist durch alles durch. Sammerweil und er schießt mal direkt um. Osnabrück im Freistoß, in der Mitte ist die Nummer 10 und köpft das Ding rein. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind. So, Spiel ist vorbei. 3:2 gewonnen. Gibt es wieder ein Interview. Was muss sich in Ihrer Defensive verbessern? Wir müssen uns im Spiel mehr konzentrieren. Wir müssen lernen. Es muss Änderungen geben. Ja, wir müssen lernen. Sagen wir es mal so. Welche Änderungen hatten Sie vorgenommen? Wir waren das entschlossenere Team, wir waren besser vorbereitet. Wir waren besser vorbereitet, sagen wir mal. Der VfL Osnabrück Ausgleich lag in der Luft. Sehen Sie das auch so? Sie haben ein anderes Spiel gesehen. Wir müssen besser werden. Das Ergebnis spricht Bände. Wir müssen uns wirklich verbessern, denn ich dachte auch, jetzt kommt gleich der Ausgleich. Aber so war es am Glück nicht. Oh, und das nächste Spiel ist dann gegen Schalke 04. Im DFB-Pokal. Das erste DFB-Pokalspiel ist dann. Und mal gucken, ob wir dann irgendwelche neuen Spielernamen vielleicht haben. Sage ich euch dann noch, kriege ich noch alles dann im nächsten Part. Denn ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.